So. Wie heißt es so schön? If life gives you lemon, make yourself a gin fizz. So. Ein schwarzer Tag für die trinkende Menschheit. Mario Kappes hat mir gerade einen Castamato serviert. Den hat er vor wie vielen Tagen? Fünf Tagen hier das erste Mal. Da hieß er noch anders. Hieß er, da war so der Nachname. Mato. Nee. D'Amato. D'Amato. Trainer von Mike Tyson. Hat mir den serviert gerade. Und kriegen wir noch einen raus? Einer, wie viel zählt? Sechs. Sechs zählt. Das Problem ist nämlich folgendes. Wir haben seit einigen Jahren Glenfarclas 1993. Super Whisky für kleine. Haben wir aber drüber geschrieben, Mhm. Und Orozco Sherry Finish. Ein großartiger Whisky für kleines Geld. Jetzt macht der Mann damit einen Drink. Der ist super. Und jetzt stellen wir fest, wo wir auf die Karte nehmen wollen. Es gibt den Whisky nicht mehr. Wir waren im Lager aus. Wir waren beim Händler weg. Bevor ich das Video hochlade, werde ich alle Whisky-Shops in Deutschland abgrasen und alles bestellen, was ich finde. Aber das hier. Was machen wir mit dem Netz, wenn wir keinen finden? Also den letzten, wollen wir den verkaufen und versteigern, so für einen guten Zweck? Die deutsche Boxhilfe. Machen wir. Jugendförderung. Gibt's eine, also. Gibt bestimmt eine Jugendförderung. Wer den aus der letzten Flasche haben will, 100 Euro spenden will. Drink kostet 100 Euro, spenden wir an die deutsche Boxförderung. Geschichte machen wir jetzt ein bisschen lang. Also erstmal erzähl, was drin ist. Wir haben 6CL Glenfarclas 1993, 2CL Sträger und einen Barlöffel Darbo Himbeersirup. Das Ganze auf Eis gerührt, ohne Zeste, ohne Bitters serviert. Brutal lecker. Also ist schon Oberliga. Man muss so einen Hang zum Alkoholismus haben, weil man schmeckt den diskutiert. Aber deswegen sind wir ja hier. Das ist ein Weltdrink-Kabus. So, also Aufruf, wer uns eine Flasche 93er Glenfarclas besorgt, zu einem anständigen Preis, kriegt immer einen aufs Haus einen Drink. Also pro Flasche gibt es einen Drink aufs Haus. Wer den letzten hier bestellen muss, eine Hundige, spenden wir. Wir brauchen nur eine Flasche. Ich bestelle eine Flasche. Was und wie ist dein Name so? Castamato? Castamato ist der erste Trainer von Mike Tyson gewesen, der ihn quasi zum Erfolg geführt hat. Leider nie mitbekommen hat, dass er im Schwergewicht dann seinen Weltmeistertitel geholt hat. Castamato war ein sehr familiärer Trainer, der alle Boxer zu sich nach Hause eingeladen hat, bei ihm zu Hause in einer riesen alten Villa hat wohnen lassen. Einer der letzten Stücke. Und ich hätte auch gerne noch einen Schluck. Hallo, hallo, hallo. Hallo! Erzähl mal weiter, rede. Und der erste Gast, der den offiziell getrunken hat, sagte, der ist ganz schön hinterhältig, weil der schmeckt so süffig, ja, aber der haut dir von hinten so richtig einen rein. Wie Mike Tyson. So kam ich auf Castamato und Mike Tyson. Cheers. Ich sag das ja noch nicht oft, aber trotzdem gerne, ist ein Weltdrink. Vielen Dank. Super. Und geht nur mit diesem Whisky. Wir haben das schon probiert. Das kotzt einen ja an. Also wenn ich das mal so frei raus sagen darf, so unter uns, weil wir haben noch nicht, so keine Gäste da. Wir brauchen mehr 93er Glenfarclas. Also Magdalena auch noch, vielleicht noch. Oh, das ist sehr nett. Ich nehme nochmal den letzten Schluck. Einen Drink haben wir noch für den Hunni, für die Boxsporthilfe oder so, Förderung. Und wenn wir noch mehr Flaschen kriegen, bitte. Aber ich check jetzt erstmal alle Webstores. Wer eine Flasche zu Hause hat, Castamato. 6CL Glenfarclas, 2CL Steiger, ein Barlöffel Darbo in der Sirup. Wenn das mit der Boxhilfe nicht klappt, investieren wir in eine Klimaanlage in der Ritze. Für alle Hamburger, nein, die Ritze ist wirklich ein Boxclub. Und auch Rosenanfang. Also, cheers. Cheers.